So, hallo. Ich mache jetzt mein zweites Video. Gestern hatte ich nicht wirklich Lust dazu gehabt. Ich hatte gestern bei mir in meiner Wohnung ein paar Besucher gehabt, die ein paar Dinge noch gekauft haben. Zwar nicht viel, aber das war auch ziemlich nervend aufreibend. Warum, muss ich nicht zwangsläufig sagen, aber es hat mich auch ein wenig genervt. Ja, dann habe ich gestern meine Wohnung noch ein bisschen sauber gemacht und ein paar Sachen schon vorbereitet, aber nicht so viel. Gestern habe ich das erste Mal mit meinen Eltern auf Skype geredet. Das war sehr merkwürdig irgendwie, weil ich konnte leider nicht eine Webcam anschließen, weil ich keine habe, weil ich mir erst noch meinen Laptop kaufen muss. Und meine Eltern haben halt über Videochat und eben Headset mit mir geredet. Ich hatte natürlich nur ein Headset, aber es war trotzdem besser als telefonieren, weil man halt noch diejenigen sieht und es halt schon ein bisschen interessanter, würde ich sagen. Man sitzt natürlich mehr vorm Computer, ist ein bisschen scheiße, aber insgesamt glaube ich, war es schon ganz gut. Ich denke mal, ich werde mir dann nächste Woche meinen Laptop kaufen, den ich halt auch brauche. Mein Computer werde ich, demnächst muss ich den halt auch verkaufen, werde ich auch tun. Und was habe ich heute gemacht? Ich war halt an der Uni gewesen, habe ein paar Bücher von mir verkauft, die eben die ich nicht mehr brauche, beziehungsweise die ich eben nicht nach Brasilien mitnehmen kann, weil zu viel Gewicht. Was habe ich dann gemacht? Genau, ich bin noch in die Innenstadt gefahren. Eigentlich wollte ich mich mit meinem Versicherungstypen treffen. Der hat mir aber im Endeffekt kurzzeitig abgesagt. Bin ich dann in den Baumarkt gefahren, habe ein paar Sachen besorgt. Danach bin ich noch zu einem Freund, ein paar soziale Pflichten erledigt, um es auch anders zu sagen, wir haben miteinander gezockt, aber nur ganz wenig. Dann bin ich hier den Berg hochgefahren, wo ich gemerkt habe, dass ich sehr lange Zeit kein Fahrrad mehr gefahren bin. Früher bin ich sehr viel Fahrrad auch hier in der Innenstadt gefahren, teilweise 10, 15 Kilometer am Tag. Heute auch ungefähr 10, 15, aber ich habe halt schon gemerkt, dass ich sehr lange nicht mehr gefahren bin. Natürlich auch aufgrund des Eises, ne? Muss man ja auch nun bedenken. Nachher kommt noch ein Freund von mir vorbei, wir werden miteinander ein bisschen, denke mal, ein Video gucken oder irgendwas machen, keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Meine Freundin kommt dann auch noch vorbei. Mir geht es insgesamt gut, auch wenn ich ziemlich müde bin und mich irgendwie fühle, als wenn ich krank werde, was ich jedoch nicht hoffe. Und ja, ansonsten gibt es eigentlich kaum noch irgendwas zu berichten. Ich muss halt, morgen fängt halt für mich wieder die Uni an, ich gehe in eine Vorlesung. Muss eben noch Portugiesisch lernen. Ich habe morgen Portugiesischunterricht. Und ja, achso, heute ist der 17.01. Das heißt, es ist Montag. Es ist gerade 20.17 Uhr. Und das war es eigentlich. Ich fühle mich halt ganz okay von der Sache her. Ich habe heute relativ viel Sport gemacht, wenn ich überlege, wie wenig ich in letzter Zeit gemacht habe. Und werde dann eben morgen ein bisschen lernen, beziehungsweise auch anfangen, meine Sachen weiter anzupreisen, dass sie eben verkauft werden, weil ich brauche unbedingt Kohle und ich muss unbedingt auch meine Sachen hier loswerden, weil sonst muss ich das an die Arbeiterwohlfahrt bringen und da ist der Wertverlust immens, würde ich sagen. Ich denke, für heute reicht das. Ich muss ja keine 5 Minuten Videos jedes Mal mir aus der Hüfte kloppen, wenn es so sein sollte. Gut. Guckt mir eh keiner zu, außer meine Eltern, und die freuen sich darüber, haben auch schon andere Freunde gesagt, dass sich darüber freuen, wenn sie mir zukicken können. Und deswegen Berlinek jetzt einfach mal, weil ich denke, die werden sich das auch darüber ein bisschen freuen, wenn ich so rede. Aber das ist jetzt auch nicht so wichtig, weil ich mache das Video jetzt Schluss, ist nämlich 4 Minuten und tschüss.